Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Die Schilddrüse ist ein kleines, aber sehr wichtiges Organ. Und als Gast und Expertin für Schilddrüsenerkrankungen haben wir Frau Dr. Jakob. Sie ist Oberärztin an der Abteilung Nuklearmedizin an den VIDIA Christliche Klinik in Karlsruhe. Frau Dr. Jakob, welche Aufgaben hat die Schilddrüse? Das kann man gar nicht in einem Satz oder zwei Sätzen sagen. Die spielt in allerlei Stoffwechselvorgängen eine Rolle. Das fängt schon an quasi vor der Geburt. Man braucht das Schilddrüsenhormon, damit sich das Gehirn entwickelt, damit das Wachstum am Knochen richtig funktioniert. Im Erwachsenenalter kann die Schilddrüse auch den Knochenstoffwechsel beeinflussen. Man kann den Zuckerstoffwechsel beeinflussen. Es kann, wirkt sich aus auf die Nervenleitung, damit hat es vielerlei beim Muskel, Herzmuskel, da spielt es eine Rolle. Fettstoffwechsel mischt es mit, also letztendlich mischt es fast überall mit, kann man sagen. Ja. Und dann gibt es ja so Funktionsstörungen, die Unterfunktion und die Überfunktion. Mhm. Wie äußert sich die Unterfunktion? Also die Unterfunktion äußert sich, ist gar nicht so einfach zu erkennen, weil sie oft auch langsam beginnt, Müdigkeit, trockene Haut, sprödes Haar, rissige Fingernägel, Gewichtszunahme, eine Verstopfung, die vielleicht vorher, also normaler Stuhlgang, kein Problem und plötzlich hat man Verstopfung, Wassereinlagerungen. Gibt es auch psychische Veränderungen bei diesen Patienten? Es gibt auch psychische Veränderungen, Konzentrationsschwierigkeiten zum Beispiel. Das ist sehr, sehr vielfältig. Also es ist im Prinzip, alle Funktionen des Gehirns können beeinträchtigt sein durch die Unterfunktion. Merkfähigkeit. Und wie diagnostiziere ich das? Das ist eine Blutuntersuchung letztendlich. Und was bestimme ich da? Man bestimmt erst einmal dieses sogenannte TSH, das Thyroidia, also Schilddrüse, stimulierende Hormon. Wenn das normal ist, dann hat man keine Unterfunktion. So einfach? So einfach. Also braucht man gar nicht so Hormone im Blut? Also man braucht Hormone nur dieses TSH. Patienten sagen oft, ja, warum ist es nicht alle Schilddrüsenwerte? Es gibt andere Schilddrüsenwerte. Aber bei der Unterfunktion braucht man wirklich nur dieses TSH. Und wenn das normal ist, dann hat man eben keine Unterfunktion. Nun beschäftigen sich ja mit der Schilddrüse ganz viele Fachdisziplinen. Mhm. Und warum gerade die Nuklearmedizin? Also die Nuklearmedizin, das kommt daher, dass die Nuklearmedizin Funktionsuntersuchungen der Schilddrüse macht, Bilder, sogenannte Sintigramme, wo eine radioaktive Substanz gespritzt wird und man dann ein Funktionsbild der Schilddrüse bekommt, gibt es Stellen, wo die Schilddrüse mehr funktioniert als an anderen Stellen. Spielt bei der Unterfunktion jetzt keine Rolle. Aber dadurch, dass das so war in der Vergangenheit historisch, hat sich das mehr und mehr ausgeweitet, sodass der Nuklearmediziner oder die Nuklearmedizinerin letztendlich alles Internistische, was die Schilddrüse betrifft, macht. Unter- und Überfunktion. Sagen Sie, wie kommt es denn zu dieser Unterfunktion? Was sind die Gründe? Die häufigste Ursache für eine Unterfunktion ist eine Autoimmunerkrankung. Das ist eine, also gibt es ja vielerlei Autoimmunerkrankungen. Da bildet der Körper gegen die Schilddrüse Antikörper, Eiweiße, die dazu führen, dass Schilddrüsenzellen zugrunde gehen. Und dann schrumpft so ganz allmählich die Schilddrüse und irgendwann ist sie dann in der Unterfunktion. Und was kann ich jetzt dagegen tun? Einfach Schilddrüsenhormontabletten einnehmen. Und durch diese Einnahme von Schilddrüsenhormontabletten kann man den Stoffwechsel also ausgleichen. Muss man ein bisschen ausprobieren am Anfang, welche Dosis dann die korrekte ist. Und heißt das dann, dass man dieses Schilddrüsenhormonpräparat, also Thyroxin, lebenslang einnehmen muss? Also in allermeisten Fällen ja. Es gibt kurz nach der Geburt gibt es eine Unterfunktion der Frau, die sich auch vorübergehend ja normalisieren kann. Aber alles andere bleibt so. Ist es auch so, wenn man das ein Leben lang machen muss, dass die Dosis sich verändert, dass der ältere Mensch dann weniger Schilddrüsenhormon braucht oder vielleicht mehr? Also wenn man jünger ist und es beginnt mit dieser Unterfunktion, diese Autoimmunerkrankung, dann wird es eher mehr, weil ja immer mehr Schilddrüsengewebe zugrunde geht und man dann immer mehr Hormon von außen zugeben muss. Irgendwann ist das stabil. Also dann passiert nichts mehr. Und im Alter, vor allen Dingen, wenn die Menschen sehr alt werden, also 80, 90, 100 Jahre alt, da muss man wirklich die Dosis reduzieren, weil im Alter das Herz sehr empfindlich ist und man könnte die fast so
einstellen, dass es eher eine Unterdosierung wäre beim jungen Menschen. Also dieses TSH, das da entscheidend ist, das ist ja eigenartigerweise, wer sich da nicht auskennt, ist bei Unterfunktion erhöht. Ja. Das sollte man eigentlich ein bisschen über dem normalen Normbereich bei alten Menschen einstellen. Denn also sonst ab 80 könnte man dann sagen, kann ich auch Rhythmusstörungen provozieren, so in der guten Annahme, dass ich die Schilddrüsefunktion ausgleiche. Ja, da muss man wirklich reduzieren. Frau Dr. Jakob, vielen Dank für diese wirklich detaillierte und sehr gute Übersicht über die Funktion der Schilddrüse. Gerne. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das war ein kurzer Bericht über ein ganz wichtiges Organ. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, geben Sie uns einen Link. Wir freuen uns. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.